Ist dein Leben farblos oder eine Farbenpracht von unterschiedlichsten Farbtönen? Ich begrüße dich von ganzem Herzen zu deinem Satsang zur Rückerinnerung an deine farbige Wahrheit. Ihr Lieben, das Licht an sich ist farblos. Licht kannst du nicht sehen. Doch die Frage ist, bist du das Licht in deinem Leben? Und genauso wie wir staunen über einen Regenbogen, wo das Licht gebrochen wird und wir die unterschiedlichsten Farben plötzlich sehen und Licht sichtbar wird, genauso der von uns immer wieder bestaunte Sonnenauf- und Sonnenuntergang eine Illusion. Und da bestaunen wir Licht. Und genauso wie die meisten Menschen in ihrem farblosen Leben hängen, voller Probleme, voller Dunkelheit und Schatten, bist du die Meisterin, der Meister, Licht in dein Leben zu zaubern. Wenn du im Gespräch bist, wie ein Kurs in Wundern sagt, mit dem Heiligen Geist, mit deinem Höchsten, mit deinem lichtvollsten Selbst, dann zeigt sich dir dein Leben lichtvoll, gewaltig und voller Sonnenschein. Ich möchte dir gerne heute aus Ein Kurs in Wundern einige Zeilen vorlesen. Und ich freue mich, wenn es Licht in deinen Tag bringen kann. Friede meinem Geist. Lass all meine Gedanken jetzt still sein. Gott, heute komme ich zu dir, um den Frieden zu suchen, den du mir alleine geben kannst. Und ihr Lieben, in der Community und in den Satsangs praktizieren wir immer wieder, dass wir die Aufmerksamkeit weg von diesem aufgeregten Ego hinwenden an diesen Teil in uns, der immer ruhig ist, in Sicherheit, geborgen, unaufgeregt. Das Ego beobachtet, wie es angstvoll plappert. Und wir wenden uns diesem starken, heiligen, geheilten, göttlichen Anteil zu. Und wir vertrauen dieser Ruhe, diesem Geführtsein, diesem Ich bin in Sicherheit, ich bin das Licht, ich bin geborgen. Und genau das bringt die Farben in dein Leben. Es ist der Frieden. Aber nicht, ich möchte jetzt einfach mal in Frieden sein oder lasst mich doch einfach mal alle zufrieden, sondern es ist der universelle, göttliche Frieden, der dich trägt. Es ist die Sicherheit, dass du nicht angreifbar bist, dass nichts und niemand dich verletzen kann. Ich warte in Schweigen. Gott ist hier, weil wir gemeinsam warten im Licht. Ich bin sicher, dass Gott zu mir sprechen wird und ich werde es hören. Ich akzeptiere meine Zuversicht. Unsere Geister sind alle verbunden. Und wenn du jetzt beschließt, Licht in diese Welt zu bringen, werden andere die Farben deines Regenbogens bestaunen. Sie werden sagen, schau, wie strahlend, wie lichtvoll sie ist. Er ist. Und du bist ein Regenbogen für diese Welt. Denn das Licht an sich ist unsichtbar. Aber du kannst es durch dein Herz sichtbar machen für andere, indem du den Frieden
die Liebe und die Zuversicht in die Welt trägst. Und das, was du nach außen gibst, das kommt zu dir zurück. Wir warten mit der einen Absicht, den Ruf zu hören. Unsere Gedanken sind ganz still. Ich finde den Frieden. Ich höre Gott zu mir sprechen. Ich offenbare mich als Licht dieser Welt. Ich nehme wahr, dass alle das Licht suchen. Ich fälle keine Urteile über andere. Ich habe keine Zweifel. Ich kämpfe nicht im Widerstand. Mein Geist ist befreit. Ich sehe die Farben dieser Welt und ich möchte, dass die Welt bunt ist. Und ich bin der Anteil daran. Ich trage heute die Farben nach außen. Ihr Lieben, ich lade euch ganz herzlich ein in unser Sommerfest, unser Sommersatzang. Am 21., 22., 23. Juli in der Schweiz. Meldet euch bitte an, ihr seht unten den Link. Und feiert ein Fest der Farben mit wundervollen Menschen. Kommt in eure Selbstbestimmung und leuchtet in diese Welt. Ihr seid die Leuchttürme und ihr seid das Licht der Welt. Ich bedanke mich und freue mich, wenn ihr dabei seid, jetzt am Sonntag in unserem Sonntagserwachen um 10.30 Uhr. Auch da seht ihr den Link unten und ihr könnt einfach mal probehalber dabei sein und schauen, wie fühlt es sich denn an, mit anderen gemeinsam im Licht zu tanzen. Ich sage für heute in Liebe Namaste. Machen wir die Welt bunt und machen wir unser Licht sichtbar. Für uns und andere. Denn im Licht tanzt es sich leicht und schön. Leichtleben lohnt sich, ihr Lieben, ob jetzt am Sonntag in der Community oder bei unserem Sommerfest. Lasst uns tanzen in unserem strahlenden Licht. Ich danke dir und wünsche dir einen lichtvollen, einen erhellten Tag.